Terrorgefahr, Griechenland-Krise, Flüchtlingsstreit, das sind die Themen, die die Menschen am meisten interessieren. Nicht aber in Bayern, da hat eine Meldung die Herzen der Menschen höher schlagen lassen und ein Leuchten in ihre Augen gezaubert. Der Länderfinanzausgleich gehört vielleicht schon bald der Vergangenheit an. Seit vielen Jahren muss Bayern unverschämt viele Milliarden Euro bezahlen an weithin unbekannte Bundesländer wie Bremen, das Saarland oder die sogenannte Hauptstadt Berlin. Ein Ende dieser Zwangsabgabe könnte in Sicht sein. Aus diesem Grund bin ich jetzt verbunden mit dem bayerischen Minister für Finanzen, für Landesentwicklung und für Heimat, Dr. Markus Söder. Herr Söder, Ihr Ministerbüro schaut irgendwie so luxuriös aus. Das muss man ganz klar so sehen. Wir haben uns der neuen Ära auch atmosphärisch angepasst. Unser Innenarchitekt ist eine anerkannte Kapazität und hat schon für Bischof Thebats van Els gearbeitet. Herr Söder, Bayern zahlt im Moment noch 9 Milliarden Euro an die Nehmerländer. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist doch der helle Wahnsinn. Das sind 10% des gesamten Steueraufkommens in Bayern. 10%, das ist ja fast die Hälfte. Und Berlin bekommt 3,5 Milliarden. Und dann kommt man nicht einmal hin in die sogenannte Hauptstadt, weil der Flughafen nicht fertig wird. Es ist höchste Zeit, dass es bald aufhört. Erstens, zweitens, wie drittens und viertens haben wir schon gehabt. Nicht so kräftig, Madler, ein wenig vorsichtiger. Ich sag's dir ja schon, wenn es wieder kräftiger sein soll. Offenbar haben Sie ja eine Aufwertung Ihrer Büroausstattung vollzogen. Ist es nicht ein wenig voreilig? Immerhin wird jetzt erst noch darüber entschieden, wie das werden soll. Und selbst wenn der Bund die Kosten übernimmt, ist es ja erst ab 2020. Das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist doch, ob der Wähler am Ende das geliefert bekommt, was man ihm am Anfang versprochen hat. Und da kann sich der Wähler voll und ganz auf mich verlassen. Darum sage ich es noch einmal. Eine Union mit der Union, ohne die Union ist mit der Union nicht zu machen. Letzte Frage. Sie bekommen ja in ein paar Tagen den Orden wieder den tierischen Ernst verliehen. Und Sie werden als neuer Ordensritter eine Rede halten. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Immer schön cremig bleiben, crispy und fangy, kann gar nichts passieren. Den Text bekomme ich vom ehemaligen Redenschreiber, vom Helmut Kohl. Und bei dem haben sich die Leute immer gebogen vor Lachen. Herr Minister Söder, vielen Dank. Und übrigens sehr geschmackvolle Krawatte und sehr sympathischer Dialekt.